Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Super Mario 3D World und wollten jetzt in Welt, in der Sternewelt Level 7 die Grotte der Giganten angehen. Es fehlen uns noch drei Level. Wir haben in allen Leveln die drei Sterne und den Stempel erhalten. Okay, wir haben noch den Bumerang, der gar nicht mal so schlecht ist für uns. Kriegt man hier irgendwas? Moment. Na komm. Tada. Oh. Nee, sonst ist hier nichts. Na. Extra Leben, toll. Nein! Jetzt habe ich meinen Dingsanzug voll Gold verschwendet. Okay. Kommst du mal her? Oder auch nicht? Ah, Moment. Machen wir so. Ja, geh mal weg. Ich mache hier alles platt. Ja, sehr schön. Wir haben den Stempel erhalten. So, das haben wir auch weggekriegt. Ah, Moment. Jetzt habe ich auch gesehen, was dahinter ist. Schön. Das heißt, wir haben Stern und Stempel schon. Bist du wohl ruhig? Ah, da ist noch ein... Ah, okay, nur ein Pilz. Ja klar, wir sind ja auch klein. Ein Checkpoint wäre nicht schlecht. Jawohl. Hätte ich genau umgekehrt machen müssen. Okay, in die Unterwasserwelt. Das mag ich eher weniger, aber was soll's. Ah! Torpedo-Ding! Ich habe ihn zu spät gesehen. So, jetzt habe ich ein Mittel gegen dich. Halt! Jetzt habe ich's gesehen. Eigentlich auch blöd, ich kann ja hier hinter schwimmen. Ich denke mal, wird ein Pilz sein. Ein Riesenpilz, ja, den nehme ich gerne. Mal eben gucken, ob hier was hinter ist. Nein. Ah, die Dinger machen wir kaputt, kaputt, alles kaputt machen. Ja, Moment mal. Nein, ich hab's gesehen. Verdammt. Ich war jetzt verwirrt, weil ich das hier gesehen habe. Und ich dachte, dass man hier höher kommt. Und jetzt fehlt mir hier der zweite Stern. Da komme ich nirgendwo mehr ran, oder? Ich hab's vergeigt. Obwohl, nein, Moment. Doch, das kriegen wir noch hin. Okay, das wäre eh der dritte Stern gewesen, oder wie verstehe ich das jetzt? Na super. Ich wollte schon ein bisschen höher springen, verdammt nochmal. Ja, ohne die komme ich da gar nicht dran. Ich müsste mir wirklich nochmal irgendwie ein Katzen-Mario als Reserve hier hinholen. Aber den Stempel haben wir bekommen, damit einen Großmachpilz. Eine Geistervilla kommt noch, sehr schick. Die Grotte der Giganten. Ja, ich weiß ja, wo noch ein Stern ist, aber... Naja. Gehen wir erstmal in den Spuk der Winternebel. Werden wir den erstmal jetzt machen. Oh, das hat mal was Stylisches, muss man sagen. Aber diese Open-World-Dinger, da kann jetzt wieder diesen Stempel und Stern können wirklich überall versteckt sein. Da muss man echt aufpassen. Geister, ich krieg Angst.
hol mir gleich so eine Lampe und dann seid ihr ganz schnell weg vom Fenster. Moment, ich versuche mal was. Oh, das funktioniert nicht. Moment, kann ich was mit dem Schneeball anfangen? Hm, da ist auf jeden Fall eine Tür. Haust du wohl ab? Oh nö, ach so. Nein, bleibst du? Oh, ich habe einen leichteren Weg gefunden. Schön. So, keine Herausforderung. So, nochmal Power. Dann passiert ja nichts. Was soll ich hier, wenn hier nichts passiert? So. Toad ist auf jeden Fall da. Ich bräuchte so ein anderes Teil. Ich bräuchte so eine Lampe. Wo kriege ich die denn her? Okay, hier oben auf dem... Ach, komm schon. Was war das denn jetzt? Achso, ich habe so ein Teil nochmal eingesammelt. Okay, damit kriege ich die Dinge aber nicht weg. Das sehe ich jetzt schon. Ach, immer diese komischen Türen hier. Ah, jetzt habe ich mich auch noch selber getroffen. Gut. Das haben wir schon mal hinbekommen, aber... Das funktioniert gerade alles irgendwie nicht so, wie ich mir wünschen würde. Ja. Halt, da oben ist noch was. Wie komme ich denn jetzt da dran? Nein? Ah, Moment, ich hab's. Wir konnten an, dass das eine Wolke ist. So, danke. Ein Teil fehlt mir noch. Mhm, hier waren wir ja schon. Da oben sehe ich das. Wie komme ich denn da gleich hin? Oh, Münzen. Nehme ich gerne mit. Dann habe ich noch ein extra Leben. Aber ich habe das Gefühl, mit den Stempeln und mit dem Stern wird das hier nichts Einfaches werden. Münzen. Ein Stern. Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich's. Hier geblieben. Tot. Jawohl. Jetzt gib mir einen Stern als Dank. Ja, danke. Stern Nummer 1 habe ich. Ja, ganz ruhig. Ich brauche mal eben eine Kugel. Das hat nicht funktioniert. Jawohl. Aua. Hallo. Mir fehlt jetzt schon die Zeit. Und jetzt, wo komme ich hin? Na super. Zu einem Ort, wo ich nicht durchrushen kann. Aber warte mal, das ist eine Uhr. Die brauche ich auf jeden Fall. Sehr schön. Gut, dann habe ich auch keine Zeitprobleme mehr. Moment, da konnte man doch noch... Da war doch noch was. Ich habe es nicht gesehen. Wow. Okay, Checkpoint. Sehr schön. Hörst du auf, mich anzugucken? Ich muss ja eben kurz gucken.
wo das Ganze hier hinführt. Ach, geht das schon wieder los. Blöde Zeit. Nein! Nicht schon wieder. So, mal eben kurz gucken. Hier müsste noch ein Stern sein. Ja. Moment, ich sehe es. Und ich weiß, was ich tun muss. Danke. So. Ein bisschen nervst du gerade. Moment. Ich sehe es. Ach, man geht gar nicht K.O., wenn man da drunter... Man sieht nur die Dings nicht, oder wie? Ja, Moment. Ich will erstmal hier lang. Ja, ich... Ach, diese blöde Beschleuniger, der hat mich sowas von rausgebracht. Nerviges Teil hier. Zack, wunderbar. Ja, wenn man den Trick hier raus hat, ist das auch keine Schwierigkeit mehr. Ja, hier ist noch so ein Teil. Ach ne, das ist nur Verarsche. Aber ich sehe gerade etwas. Moment, darf ich mal? Hört auf mich anzugucken. Wow. Ich habe das ja gar nicht mehr gesehen. So, und ich fürchte... Oder, nö, doch nicht. Stempel! Dann müssten wir eigentlich alles haben jetzt, oder? Gott. Wie komme ich jetzt hier weiter? Nein. Wieso ist an der Tanne kein Schnee mehr? Ah, egal. Ich habe es herausgefunden. Hier geblieben! Sehr schön! Ja, das Level haben wir aber mit 100% komplett abgeschlossen. Und wir haben Katzen Peach, aber ein anderes Katzen Peach, Kitty. Und mal gucken, welche Welt wir als letztes freischalten mit 270 Sternen. Aber wenn mir zwei noch fehlen und da noch sind, dann haben wir 275 Sterne, wette ich. Die es insgesamt gibt. Oh, hätte auch eine Zahl. 210 brauchen wir, kein Problem. Die schalten wir frei. Da haben wir doch noch genug. Und wie heißt die letzte Welt? Schwere Sternengeschütze. Ach, rein damit. Okay. Diese Dinger kennen wir ja leider schon. Ja, Moment mal eben bitte. Darf ich mal... Ach komm. Wow. Ja, super. Ja. Nein. Ich wette, ich... Ja, Moment. Dann gehen wir mal kurz runter. Ich habe ja noch 21 Leben. Ich will das Ding nämlich gerne mitnehmen. Ich bin... Hab da so die Befürchtung, dass ich das noch brauchen werde. Jetzt habe ich mich ablenken lassen, weil ich das Ding hier auf dem Touchpad erledigen wollte. So. Moment. Moment.
Nein! Ich habe gesagt, Moment, ich muss bestimmt... Kann ich die Dinger auch so? Das ist gut. Moment. Egal. Ich möchte mal einmal kurz... Ja, sollte reichen. Moment. Nein! Das reicht doch nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, was ich tun muss. Mann, oh Mann, oh Mann. Was für ein schweres Leben. Nein. So, geht doch. Na. So, endlich sind die Dinger weg. Moment. Sehr schön. Ah, so sollte es doch sein. Ah, alles so eine schwere Geburt. So, was haben wir hier? Ah, noch so ein Teil. Noch so ein Teil. Was haben wir hier? Bestimmt einen Stern hinter. Nein. Kein Stern. Das enttäuscht mich jetzt aber ein wenig. Was haben wir hier? So ein Teil hinter. Auch nicht schlecht. Moment. Nee, komme ich nicht weiter hoch. Okay, da komme ich gar nicht hoch. Obwohl. Ich hätte eine kleine Idee, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nee, Moment. Ja, das hat funktioniert. Sehr schön. Haust du wohl ab? Ich will meine Ruhe haben. Juhu, das ist Stern Nummer 1. Auch schön. Das heißt, hier habe ich auch nichts verpasst. Hau ab. Naja. Ein paar Münzen. Habe ich wieder ein Leben. Wieso bin ich mir so sicher, dass ich diese Kanonen-Ding noch brauchen werde. Wow, beim Schwimmen, ist klar. Okay, das ging recht gut. Ja, dann sind das die Dinger noch. Ich sehe es, aber ich weiß nicht, wo ich lang muss. Halt! Das nehme ich mit. Halt, ich will diese Dings haben. Oh, wisst ihr, woran mich das erinnert? Es gab bei Super Mario 3D bei Super Mario Bros. 3 gab es so ein Teil. Da musste man, wurde man auch so beschossen immer bei diesen Gegnern. Okay.
geht das schon wieder los. Ich wette, da kommen wieder diese Knochendinger an. Nein, nicht ganz, aber mal eben kurz gucken. Moment. So. Getroffen habe ich jetzt, aber was bringt mir das? Das ist so ein bisschen die Frage. Ja. Moment. Ist das alles? Ah, Moment. Ein extra Leben. Schön, aber... Ja, Moment, ich will mal eben gucken. Ah, jetzt sehe ich das. Moment. Moment, Moment, Moment. Komm schon. Ach, komm schon. Ich will das Ding treffen da. Nein, diese blöde Kugel da. So, endlich. Meine Güte. Moment. Das habe ich nicht verraten. Nein, nein, nein. Das habe ich... Ich wusste, da war ein Haken. Oh, ich habe mir die Musik jetzt zu laut gedreht. Moment. So, ein bisschen runter wieder. Naja, ein Vorteil hat es. Ich habe wieder Musik, würde ich schon sagen. Ich habe jetzt wieder... genügend Zeit. Ich sehe es gerade. Moment. Ah, okay. Ich wollte schon sagen. Das funktioniert auch noch gerade so eben. Moment. Ja, hat wunderbar funktioniert. Schön. So sollte es doch laufen. Ach, hier geht das wieder los. Moment. Jetzt muss ich erstmal den da killen. Bevor der mich hier weiter nervt. Danke fürs Extra-Leben. Na doch, das hat funktioniert. Ach, der sollte weg. Stopp, 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 stopp. Das machen wir erstmal anders. Der ist ja immer noch da. Nein, doch nicht. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wie ich das aktivieren kann. Nein! Ich hab's gar nicht falsch gemacht. Ich hab's aber sehr falsch gemacht, glaube ich. Ich hab's wunderbar falsch gemacht. Okay, den Trick habe ich ja noch nicht herausgefunden. Muss ich mal gleich gucken. Das gelingt mir schon mal gut. Nein, ich hab doch schon, ich war doch schon in der Richtung. Rosalina ist ein bisschen ungeeignet dafür. Sehe ich jetzt auch so. Weil die nicht so schnell ist im Wenden. Nee, sorry. Ja, mit dem Tenuki-Anzug kann ich da recht wenig anfangen. Ich mag Rosalina nicht mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig wird mit ihr.
Nein! So, geht da endlich. Nein, was mache ich denn? So, da ich denke, dass wir das nicht mehr in diesem Part fertig kriegen werden, werden wir diesen Part an dieser Stelle mal beenden, werden einen kleinen Cut ansetzen und werden im nächsten Part dann das Ganze weiter fortsetzen. Ich hoffe dennoch, dieser Part hat euch einigermaßen gefallen und ihr schaut auch beim nächsten wieder rein. Danke fürs Zusehen und bis dahin.